Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Noch einmal mit meinem Interviewgast André, der dieses Buch hier geschrieben hat, Inneologie. Also einige haben es schon gesehen. Es ist groß, schwer und informativ. Und heute möchten wir nochmal, also aus diesem Buch, die jetzt das erste Mal dabei sind, vielleicht ist es die detaillierte Lehre von Yin und Yang. Und dadurch, dass André da halt eben also gefühlt sein ganzes Leben eigentlich Erfahrungen mitgesammelt hat, möchten wir heute nochmal aus dieser Sichtweise auf Gesichtsformen eingehen. Aber nicht einfach nur auf die Form an sich, sondern abgeleitet von der Form, was bedeutet es? Also was ist die Aussage über Yin und Yang in diesem Gesicht? Und André kann natürlich sehr viel dazu sagen, was eine bestimmte Ernährung macht, dass sich ein Gesicht oder eine Kopfform über die Jahre auch verändert. Und das ist natürlich, finde ich, ein super spannendes Thema. Erstmal herzlich willkommen wieder, André. Und vielleicht zum Einstieg, damit man, falls man jetzt noch wenig gehört hat, vielleicht auch die zwei ersten Interviews nicht gesehen hat, dass man erstmal versteht, okay, Gesundheit und diese Physiognomie, Gesichtsform, Ausdruck aus Sicht von Yin und Yang. Wie kann denn also Yin und Yang oder aus dem Japanischen Yin und Yo, wie können die also energetisch auf unseren Körper Einfluss nehmen, dass man halt eben wirklich das von außen so leicht, sage ich schon mal, ablesen kann. Ja, also Yin und Yang können nicht Einfluss nehmen, sondern auch wenn wir Yin und Yang oder die Inneologie ist ja nur ein anderer Begriff für die Naturgesetze. Und Naturgesetze sind immer von Gott, also sind das göttliche Gesetze. Also ist es die Ordnung im Universum. Das ist eine Ordnung. Warum ist es eine Ordnung? Weil der Antagonismus wäre Chaos. Und es ist kein Chaos, sondern eine Ordnung. Es hat einen Grund, eine Resonanz, Karma, alles hat eine Ordnung. Also, nur mal ganz kurz am Anfang. Yin und Yang ist chinesische Terminologie. In, Yo, für Yin und Yang, ist japanische Terminologie. Logia, die Lehre von etwas. Inneologie, die Lehre von Yin und Yang. Und deshalb habe ich eben detailliert, weil es eben 912 Seiten sind. Also, Yang repräsentiert die Zentripetalkraft und die Kontraktion, die Zusammenziehung. Und Yin, die Zentrifugalkraft, die Ausdehnung, die Expansion. Wenn wir diese zwei die Grundlehrsätze verstehen, können wir alles davon ableiten. Das heißt, eine kleine Karotte ist mehr Yang als eine große Karotte. Noch größer aufgemacht. Unser ganzes physisches Leben und ich sage jetzt hier, unser seelisches und geistiges Leben, ich würde jetzt sagen, wir haben das vorhin im anderen Video erklärt, hoffentlich auch, ne, das Wort Hoffnung, unser ganzes Leben verläuft von Yang nach Yin. Und das geht, das ist im Buch erklärt, von der Embryonalphase, sogar noch vorher, über die fetale Phase und so weiter. Er ist ja in Steißlage und so weiter. Also das heißt, unser Leben, ein Baby ist klein, kompakt, also Yang, physisch. Und jetzt, jeder, der ein bisschen Yin und Yang kennt, weiß, dass jeder Yin-Teil hat auch einen kleinen Yang-Teil noch drin, egal in welchem Extrem das ist. So, und dann wissen wir, ein Baby ist Yang. Sein Schädel, seine Fontanelle ist noch nicht ganz geschlossen. Das heißt, das ist noch weich. Weich ist Yin, sanft ist Yin, hart ist Yang, weich ist Yin. Weißt du, weich, wie eine Watte, weich, ja. Also, das Baby ist zwar physisch Yang, aber nicht einfach zu denken, weil ich jetzt sage, unser ganzes Leben verläuft von Yang nach Yin. Wir entwickeln uns auch spirituell. Wir sind viel mehr dann im Früheren, wenn wir jünger sind, im Intellekt. Und werden wir älter, wir werden hoffentlich immer mehr spirituell, immer mehr geistig und verstehen das Leben auch auf spiritueller, auf geistiger, auf geistig-seelischer Ebene und nicht nur materiell. Das wäre schlimm, ja. So, das heißt, das ganze Leben eben von klein, wir wachsen, werden immer größer, bis unser physischer Körper sich irgendwann dann mal auflöst und wir wieder im noch größeren Yin sind. Und die physische, das, die Reinkarnation im physischen Leben, eben Kontraktion, Yang, wenn wir beginnen, Same und Eizelle verbinden, das heißt, der Mann ist Yang,
aber sein Spermium ist Yin. Warum? Weil das wieder ein Grundsatz, ein Naturgesetz, aus Yang entsteht Yin, aus Yin entsteht Yang. Die Frau ist Yin, aber ihre Eierstöcke sind Yang. Also bekommt und so weiter. So, das heißt, es hat immer seinen, alles hat immer seinen Antagonismus drin, das ist nie starr, das ist immer in einem dynamischen Wandel, in einer dynamischen Wandlung, so wie die 5-Ki-Transformation. Übrigens, die 5-Ki-Transformation, Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser, das ist nichts anderes als Yin und Yang, ein bisschen feiner erklärt, in feineren Abstufungen, ja. Und also, und diese Basics, so wie wir uns ernähren, so wie wir leben, die Japaner kennen einen Ausdruck, der heißt Shin, Do, Fu, Chi. Do ist wieder der Weg, der Lebensweg. Der Lebensweg. Shin ist der Geist, also Shin, Do, Fu, Chi. Das heißt, der Mensch ist das Ergebnis seiner Umwelt. Und weißt du noch, Kai, früher, wo wir jünger waren, haben wir diesen Spruch gehört und dann kam RTL damit, der Mensch ist, was er ist. Weißt du noch? Und ich habe mir dann, weil ich so aufgewachsen bin, jetzt kommen die auch damit. Ja, und warum sage ich Spruch? Weil das ist nur ein Spruch. Weil es gibt ja Sprüche, es gibt Lehrsätze und es gibt Weisheiten. Also, aber ein Spruch ist nur ein Spruch. Es gibt auch gute Sprüche und blöde Sprüche. Aber es gibt keine blöden Lehrsätze, sonst wäre es kein Lehrsatz. Und es gibt auch keine blöden Weisheiten. Also ist es schon eine Abstufung, ja? Sonst wäre es keine Weisheit. Also, und dann sagen wir, der Mensch ist, was er ist. Nee, das stimmt nicht. Das wäre nur so. Der Mensch ist, was er ist, wenn er nur aus physischer Materie bestehen würde. Der Mensch ist viel mehr als nur physische Nahrung. Das ist nur ein Spruch. Und dann ging das immer weiter und dann, die bringen ja heute noch den Spruch, in Wirklichkeit ist der Mensch viel mehr als nur der Mensch ist, was er ist. Sondern kommt der zweite Spruch, schon ein bisschen besser, der heißt, der Mensch ist umgewandelte Nahrung. Und jetzt können wir das so gelten lassen, wenn wir sagen, ja, umgewandelte physische Nahrung und umgewandelte seelisch-geistige Nahrung. Siehst du? Und das ist es. Und wenn wir noch weitergehen, eben, das ist eine Weisheit, Shindo Fuji, der Mensch ist das Ergebnis seiner Umwelt. Alles, was er erlebt. Ich sage immer, wenn ein kleiner Junge in einer Gruppe von genderwahnsinnigen Feministinnen aufwächst, so leid es mir nicht tut, dann wird er ein ganz anderer Junge werden, ist so, als wenn dieser kleine Junge in einer Gruppe von nur Männern, zum Beispiel jetzt, sag extra zwei Extreme, ja, von einer Gruppe von Wikingern aufwächst. Der eine wird ängstlich und irgendwie verbogen werden und der andere ist halt ein Wikinger. Das ist jetzt nur ein Beispiel, damit man wirklich, die, so krasse Beispiel, damit man es versteht. Ja, das heißt, wir sind das, wir sind unsere ganze Umwelt und jemand, der irgendwo in Sibirien aufwächst, kommen dann zur Gesichtsform, Körpergröße und so weiter. Die Afrikaner, oder die Menschen, die sind größer, die haben dickere Lippen, die haben größere Hände, die haben größere Augen und so weiter. Das hat damit zu tun, weil alles, was wir in uns aufnehmen, ist Energie. Genau. Und so entwickelt sich auch eine Gesichtsform. Das kann physiologisch sein, im gesunden, normalen Zustand. Aber das kann auch pathologisch sein. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel, wie ein, jeder kennt ihn, Gérard Depardieu, der, also wenn man ihn... Gleich dazu. Okay. Ja, nee, red ruhig weiter. Ich halte es parallel in die Kamera. Okay. Gérard Depardieu, der in jungen Jahren ein Boah war, so ein schöner, sportlicher, attraktiver Mann. Die Frauen haben ihn geliebt. Und ich fand auch, ja, der sieht eigentlich, wenn der jung war, wie gut er aussieht, das ist jetzt einfach eine Zeichnung von ihm. Ja, man erkennt ihn vielleicht wieder ein bisschen. Der hat dabei Asterix und Obelix, den Obelix bespielt. Und man sieht, wie er eine gespaltene Knollennase hat. Richtig groß. Und die ist vorne wie wenn jemand sehr viel Viszeralfett hat, weißt du, wie vorne, wie so übergestülpt. So, und Gérard Depardieu ist bekannt, dass er dann, je älter er wurde, extrem, wirklich extrem, extrem viel Alkohol getrunken hat, Wein, er hatte ein eigenes Weingut und so. Das ist ein Paradebeispiel und das ist nicht eine Erfindung von mir, sondern wenn man jetzt die Fotos von ihm anschaut, wo er jung war, hat er natürlich immer seine Nase gehabt, aber wenn er älter war, musst du mal schauen auf den jetzigen Bildern, wie sich das verändert hat. Das heißt, Dinge, wo wir nicht denken, eben zum Beispiel eine Nase, kann sich verändern in so einem Extremfall, was normalerweise nicht der Fall wäre.
Und man erkennt das eben im ganzen Gesicht. Man erkennt zum Beispiel, wenn man das dann gut kann, das geht dann auch weiter, wenn jemand grüne Flecken hat, kannst du sagen, dieser Mensch hat Krebs. Man sieht das an einem Glas, so eine spezielle Schicht, wie eine glasige Schicht auf den Augen. Das sind alles Yin-Zeichen, Yin-Übersäuerungssymbole oder Zeichen, die man dann sieht. Oder jemand, der ausgemergelt ist, ja, sieht man, er ist viel zu young, oder gib dir mal ein bisschen Yin, nimm mal ein bisschen Yang weg und so weiter. Also man kann sehr, sehr viel in Gesichtern lesen dann. Und dann kommt es noch darauf an, dass wir unterscheiden zwischen konstitutionell. Ich zeig mal kurz hier, wo wir dabei sind, hier diese Kopfform auch. Ja, da sieht man den Yin- und den Yang-Typen, genau. Ja. Ja, genau, das sieht man, weil wir ja wissen, Yang ist Zusammenziehung, Yin ist Ausdehnung. Das wissen wir, ein Mensch, der zum Beispiel mehr füllig ist, ja, ein bisschen mehr Gewicht hat, charmant ausgedrückt, ja, der ist mehr Yin. Weil, wie kann ich das denn erzeugen? Natürlich, jemand, der die ganze Zeit strikte Diät macht, der kann nicht so füllig werden. Man kann so einen Zustand nur erreichen, wenn man über längere Zeit immer diese Yin-Produkte, fettige Produkte, Monosaccharide, also Einfachzucker und so weiter, diese Ernährung hat. Sonst erreicht man diesen Zustand nicht. Und genauso gleich jemand, der sehr, 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 sehr dünn ist, ja. Und wenn jemand halt sehr dünn ist, da kommen vielleicht einige sagen, ja, aber ich bin sehr dünn, ich esse sehr viel. Ja, da müsste man mal die Darmgesundheit anschauen, weil das der Körper nicht mehr aufnehmen kann. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber man kann sehr viel am Körper sehen. Jemand, der die Füße nach außen hat, so wie ein Pinguin läuft, das ist ein starkes Yin-Zeichen. Warum? Wir haben ja gelernt, alles, was nach außen geht, ist Yin. Jemand, der so steht, ist mehr Yang. Und wenn du dann die Menschen kennst, ein bisschen Menschenkenntnis mehr hast, wirst du auch sehen, ist sein Geist vielleicht ein bisschen mehr stur? Ist er vielleicht mehr offen? Das muss nicht sein. Das sind immer Tendenzen. Wir schauen ja nie nur eine Sache an. Und geht es auch nicht darum, irgendjemanden zu beurteilen, sondern das ist sehr, sehr interessant, die Physiognomie zu studieren. Und eben, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt zwei Sachen. Konstitutionell, das heißt, die Konstitution ist etwas, was wir mitbekommen haben. Ich gebe dir ein Beispiel aus der Praxis, Kai. Es gibt Leute, die dir sagen, wette mit dir, du hast es bestimmt schon gehört, ja, aber mein Opa, der hat sein Leben lang jetzt geraucht und immer seinen Schnaps getrunken und so, der wurde 98-jährig. Klar, wer kennt es nicht? Ja, jetzt, was sagt man dazu? Und da muss man wissen, das ist seine Konstitution. Das heißt, das ist das, was er im Mutterleib, diese Mineralstoffe mitbekommen hat. Im Buch ist es auch erklärt, das erkennt man dann. Früher hatten die Menschen, wenn du die Bilder anschaust, von früher viel größere Ohren. Weißt du noch? Viel größere Ohren. Größere Ohren in der Größe und viel größere Ohrläppchen. Und das bedeutet, dass die Mutter während der Schwangerschaft dem Embryo und dem Fötus, sie hatte noch genug Basenpuffer, Mineralstoffe, die sie für sich selber und die sie dem Fötus und Embryo abgeben konnte. Ja. Und deshalb hatten diese Menschen, das heißt in der Physiognomie, eben man nennt es im Japanischen Bo Shin, Shin ist wieder der Geist, das heißt, der Geist drückt sich aus im Antlitz, im Gesicht. Warum? Weil das, was er ja macht, ist sein Bewusstsein. Sonst würde er sich ja nicht so ernähren. So, und das sieht man dann. Und dann sagt man, dass die Ohrläppchen, die Mineralstoffe sammeln. Also wenn du jemanden siehst, ältere Menschen oder auch jüngere heute, gibt es zwar nicht mehr so oft, die große Ohrläppchen haben, weißt du, oh, der kann glücklich sein, weil die Mutter hat ihm noch diese Mineralstoffe abgegeben. Also die Antwort auf diesen Menschen, der sagt, ja, mein Opa hat sein Leben lang ungesund gegessen. Ja, weil diese Generation hat noch Substanz mitbekommen. Und die heutige Generation oder auch schon hat angefangen, schon unsere Großeltern und unsere Eltern haben sich durch die Ernährung ihre ganze, die hatten zwar eine gute Konstitution mitbekommen, zum größten Teil, aber die haben sich durch ihre lebenslange Ernährung die Kondition komplett zerstört, weil die haben ja alle mal einen Herzinfarkt, alle haben Hüftoperation, alle haben Krebs, jeder zweite hat Krebs, alle 20 Sekunden wird ein diabetischer Fuß amputiert, darüber spricht niemand, und das ist ein bisschen mehr als eben jetzt das, diese Sache, was die machen mit diesem Virus, ja. Ja. Man kann sehr, sehr viel daraus lesen, ja. Absolut. Aber es hat ja auch einen bestimmten Grund. Also
dass darüber nicht gesprochen wird. Und wir wissen ja auch, dass sich da eine riesige, eigentlich die größte Industrie drum aufgebaut hat, also mit all diesen Krankheiten zusammen. Aber ja, es geht jetzt nicht in diesem Video drum. Erstmal danke für diesen großen Exkurs. Ich habe hier noch einmal vertikale Linien und Augenbrauen. Da kannst du ja auch noch mal vielleicht kurz was zu sagen, wenn wir hier. Ja, auch die Augenbrauen bedeuten, man sieht rechts, die sieht ja fast aus wie Lara Croft, so ein modernes, hübsches Mädchen, und rechts, links davon sieht man den Mann, aus unserer Sicht links, genau. Das ist so buschige, dicke Augenbrauen, repräsentieren auch die Darmgesundheit. Aber du kannst nicht während deinem Leben dünne Augenbrauen haben und dann plötzlich im Leben kommen die. Das ist konstitutionell. Ein bestes Beispiel, sage ich immer für euch Deutsche, die den noch kennen, früher ein Theo Weigel. Ich sage immer, der hatte Augenbrauen wie ein Theo Weigel. Weißt du noch, der Finanzminister früher, der hatte Augenbrauen so groß wie irgendwelche Balken. So. Also, und dünne Augenbrauen zeigt eigentlich, so wie wenn man sagen könnte, eine schwache Lebenslinie. Weißt du, der hat nicht diese Konstitution mitbekommen. Das heißt aber nicht, dass er nicht genauso alt werden kann, denn wir haben ja einen freien Willen und können zum Glück mit unserem Wissen unsere Ernährung und unseren Weg selber beeinflussen. Und die meisten Menschen, die so eine starke Konstitution haben, sagen, ich werde nie krank, achten dann nicht so gut auf sich und werden dann richtig schwer krank. Und das zweite Bild, das auf der linken Seite war, mit den, das ist bei der Stirn, das nennt man die Leberfalten. Ja, Leberfalte, genau. Man sieht das sehr oft bei Menschen, die viele Jahre viele tierische Produkte, von tierischen Produkten sich ernährt haben. Also das heißt die Leber. Oder bei Menschen, die viel Alkohol trinken. Und meistens ist es ja so, Alkohol ist stark hin, weil Alkohol ist ja nichts anderes als vergorener Zucker, Trauben und so weiter, also und so weiter. So. Und die gleichen das dann aus, weil sie so viel Yin haben, nämlich mit viel Fleisch, das Yang ist, viel Eier, viel Hartkäse mit Salz drin und so weiter. So. Weichkäse ist mehr Yin, Hartkäse ist mehr Yang. Und so kann man das alles studieren. Und die Menschen, die das nicht kennen, diesen Kompass, die trinken einfach ein Bier, aber essen dann wieder Fleisch. Also man gleicht das eigentlich gefühlsmäßig schon immer aus. Mhm. Natürlich ist es nicht hier gesund, sondern außen Fleisch extrem, Yang, Alkohol, Zucker und so weiter. Man bewegt sich immer in diese Extreme draußen. Und solange man sich in eine Extreme draußen bewegt, dann, ich sage das so, ganz wichtig ist, in der Natur haben wir immer einen Rhythmus. Einatmung, Ausatmung, das ist Harmonie. Wenn wir einen Rhythmus brechen, brechen wir die Harmonie. Das ist wie wenn du tanzt. Du als Mann. Dort ist es ja noch so, dass wir Männer da auch die Frauen das anerkennen. Da haben die Männer die Führung. Bei anderen Dingen ja, sind die ja, haben die alles verloren. Also, das heißt, wie beim Tanz. Du führst, du hast einen Rhythmus. Wenn die Frau oder auch der Mann, jemand bricht den Rhythmus, brichst du die Harmonie. Tanz ist vorbei, muss man sich wieder neu sammeln und neu beginnen. Und genauso ist es hier. Wenn du einen Rhythmus hast, der so ist, schön in einem Rhythmus, dann geht das. Wenn aber der Rhythmus hier draußen ist, ist das so ein extremer Rhythmus, das ermüdet und schwächt. Und deshalb ist es besser, eben in die Mitte zu kommen, in einem Yin- und Yang-Gleichgewicht, ein dynamisches Gleichgewicht zu haben. Ja. Also, ja, super. Ich sage auch an dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank, weil ja, es ist halt einfach ein Thema, wo man überall reingehen kann, also in jedes Detail. Aber du erklärst es, finde ich, sehr gut, dass man halt nie diese Grundprinzipien vergisst und immer wieder daran erinnert wird, ach ja, stimmt, Yang, so, Ying, so. Und dann kann man es halt eben, und man muss es, glaube ich, auch erstmal in seinem normalen Leben suchen und finden, wo gibt es das überall, damit man damit arbeiten kann. André, vielen, vielen Dank für auch dieses dritte Interview. Wenn du noch was auf dem Herzen hast, hast du hier nochmal den Raum, was zu sagen. Ansonsten von mir aus schon mal vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen. Ja, ich würde zum Schluss nur sagen, in der jetzigen Situation, die schon über ein Jahr dauert, mit diesen Maßnahmen, wissen wir alle, es gibt eine ganz wichtige Sache. Die Menschen verstehen jetzt, dass die am meisten, die am schlimmsten ansteckende Krankheit ist die Angst. Und dazu nur ganz, ganz kurz, nicht länger als 30 Sekunden. Wenn, ja,
Wenn, vielleicht auch eine Minute, wenn die Menschen denken, Angst, was ist das Gegenteil der Angst? Ja, die Liebe. Auch das ist falsch. Wenn wir das aber jetzt verstehen, in dem Grundsatz, hier haben wir die Angst, tiefe Frequenzen, wie ein Hund in der Ecke, der geschlagen ist. Angst ist nichts Natürliches. Angst kennen die Tiere nicht in der Natur. Die kennen Vorsicht, sogenannte Voraussicht, rhetorisch. Vorsicht und Angst nicht. Und diese Angst engt die Menschen ein. Deshalb, ich sage immer, ein Mann, eine Frau, wir können nicht funktionieren mit einem Revolver am Kopf. Da funktioniert nichts mehr. Revolver, ja, Revolver weg. Also das heißt, Angst ist da. Und nicht das Gegenteil, sondern der Antagonismus dieser Angst. Und das ist es, was wir viele jetzt auch lernen dürfen mit diesem Maulkorb. Der Antagonismus ist Vertrauen und nicht Liebe. Denn die Liebe ist die unendliche Expansion ad infinitum. Und diese Liebe braucht keinen Antagonismus, weil die ist komplett in sich selber. Und wenn wir, nur ein einziger Punkt, was können wir machen? Einfach aus dieser Angst rausgehen ins Vertrauen. Und das ist das, glaube ich, bin auch überzeugt, was heute die wichtigste Aufgabe ist. Bevor wir irgendwelche Ernährungsempfehlungen und Zeugs, übrigens keine Ratschläge mit Schlägen, sondern Empfehlungen, Rhetorik. Also, was als erstes machen kann, wir müssen die Menschen aus der Angst rausholen. Und dann ist die halbe, mehr als die halbe Miete schon getan, denn oh, ich bin befreit. Jetzt können wir reden, jetzt ist das zu tun und das zu tun. Alles andere ist ein leichtes Spiel dann. Eine Leichtigkeit, wieder auf den gesunden Weg zu kommen. Aus der Angst erstmal die Leute hauen. Das ist alles, was ich sagen möchte. Super. Ja. Also ich habe ja schon Danke gesagt und halt auch, ja, je nachdem, auch wie die Kommentare sind, was da jetzt noch kommt, können wir da natürlich auch noch mal weiter reingehen. Auf jeden Fall jetzt schon mal, ja, einfach schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch für mich ist es, ja, ich habe es in dem ersten Video gesagt, ich liebe einfach solche Grundprinzipien und habe das einfach auch noch nicht gesehen. Deswegen bin ich da, ja, einfach froh, dass ich das gefunden habe und habe ja auch dein Buch. Ich werde auch auf meinem Telegram-Kanal immer mal wieder was davon veröffentlichen, damit, ja, man auch, also Schritt für Schritt da überhaupt reinwachsen kann. Also wenn man sich jetzt drei Videos anschaut und dann kommt der Arbeitsalltag wieder, ist natürlich klar, das funktioniert nicht. Und deswegen, ja, werde ich da auch mit eigenem Verständnis und Wachstum immer mal wieder was bringen. Und erstmal danke auf jeden Fall. Aber ich denke sicherlich, dass die Leute noch viel von dir hören werden. Also jetzt auf deinem YouTube-Kanal und halt auch so, jetzt passiert ja gerade viel, wo ich denke, dass du auch ziemlich schnell von anderen angesprochen werden wirst. Also so, hey, machen wir nicht vielleicht auch nochmal ein Interview, oder du machst ja eh schon viele Interviews. Also ich denke mal, man, ja, wird dich häufiger noch sehen, und für dieses Mal erstmal, ja, danke, dass du dein Wissen geteilt hast. Ja, danke auch. Und ja, ich verabschiede mich in unser beider Namen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, viel Spaß auch mit den nächsten Videos. Ich halt nochmal, jetzt sind sowieso nur noch die interessiertesten Zuschauer drin, dieses Buch hier in die Kamera, Inniologie. Und ich habe es auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, aber meine schlauen Zuschauer finden ja eh immer alles. Also von daher, ja, wer sich da auch reinarbeiten möchte, der hat dann da die Möglichkeit dazu. So, und jetzt halten wir beide mal den Mund, lassen es alles sacken. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao.